die Leute im Kaukasus, unsere Landsleute, verglichen jetzt hier zahlenmäßig mit uns Diaspora, sind sie eigentlich eine kleine Minderheit. Aber das, was die für uns gerettet haben, ist die Heimat und dann die Sprache. Die Sprache haben sie so weit entwickelt, dass wir die Schrift haben, dass wir also so, egal, also jetzt hier, ob das Kyrillisch oder nicht, ich weiß, viele von uns kriegen Schüttelfrost, wenn sie also so hier kyrillische Schrift sehen, das weiß ich, aber das ist da, und da müssen wir uns auch, also so hier, müssen wir, etwas Stolz müssen wir auch überbrücken, etwas Stolz, um irgendwas zu erreichen. Und was mich jetzt nachdenklich gemacht hat, ich habe dieses Gespräch jetzt gerade, also so hier vor einer Woche mit der jungen Dame geführt. Und die wäre so gerne jetzt hier in Münster dabei gewesen, aber die sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die sind nicht fähig, finanziell nicht fähig, ihre Reisekosten zu bezahlen, ihre Flugtickets zu bezahlen. Und letztes Mal, als sie hier waren, haben sie Sponsoren gehabt, die den Flug finanziert haben. Und jetzt haben sie sich zwar dran geklammert und so weiter, aber unsere Möglichkeit ist begrenzt. Welcher Verein ist denn in der Lage, also so hier so 4-5 Personen hierher fliegen zu lassen und ihre Reisekosten zu bezahlen? Wir sind zwar ein Haufen, aber wir haben gar nichts. Haben mich oft gefragt, sage ich, also so, wenn jetzt hier jeder von uns, der eigentlich berufstätig ist, ich sage nicht, also hier 10 Euro, 20 Euro oder was weiß ich, eine Schachtel Zigarette im Monat, dann hätten wir diese öffentliche Arbeit, die die Journalisten für uns erledigen, wenn man mit Handkuss finanzieren könnte. Aber es kommt nichts. Wenn ich jetzt hier also so Hoffnung wecken will,